parle et très francophone, où on parle la langue française. J'ai des amis autrichiens qui habitent en Tunisie et des amis français qui habitent là-bas et je rends une visite et c'est comme ça que j'ai continué à... Vielleicht, dass ich eigentlich Deutsch spreche, also mein Deutsch ist nicht so perfekt, aber ich bin seit einem Jahr hier in Österreich. Ich habe über die Sachsmutti gehört, mein Lehrer hat mir erzählt, als ich erst angekommen bin, und das war eine Motivation für mich. So I've tried hard to work on it, I was like doing all my best to get that level that I'll be allowed to participate in this one. So I like the language so much, I mean, I have a lot of friends everywhere. Je ne peux pas parler français bien, mais je comprends très bien. J'ai beaucoup d'amis à la France et là-bas, je suis très content de mes amis. Por supuesto, estoy muy contento aquí con vosotros. Esta una aventura para mí está muy, muy importante. Es muy importante para mí, para la gente, todo el mundo. Y me gusta y hablar nuevos idiomas es muy interesante para mí. Als Zumani für die, als Gallic, hast du immer die Zumani, Zumani auch nur bei Kindern, als Zumani, Gallic, hast du immer versucht, die Zumani nur hoffen. Arkadaşlarım ben Türkçe konuşuyorum çünkü ben Türkçe'de yani 3 sene kaldım. Türkçe zaten benim asıl dilim değil ya ama böyle öğrendim, yavaş yavaş öğrendim. Arkadaşım falan Türkiye'de, burası da çok arkadaşlarım var. أتكلم اللغة العربية بطلاقة لأنني أتي من سوريا وهناك تعلمت اللغة العربية وأستطيع المشاركة مع السيدة منى. نعم يسعدني ذلك جدا. تعلمت اللغة العربية في المدارس السورية بالإضافة إلى اللغة الكردية. مي بارولاس in Germanien. Ich habe gerade gesagt, dass ich es sehr, also ich spreche sehr gerne auch auf meiner Muttersprache und auch auf Deutsch. Und ich bin eigentlich ziemlich, ich bin ein schüchterner Mensch. Und das war schon so, dass ich sehr aufgeregt war, immer vorher, und ich bin auch jetzt aufgeregt. Ich bin immer aufgeregt, wenn ich mit Leuten sprechen muss. Und ja, das war ein großer Fortschritt für mich. Tom takmičenju i ja sam zauvijek i prije toga i kad sam bila u Bosni, kad sam došla ovamo i kad sam vidjela te razlike, uvijek sam htjela da nekom ispričam što sam ja doživjela, ali nisam znala nikad kome. Und da hat unsere Frau Professor uns Sachsmutti vorgestellt und hat mich zwei weitere Schüler, die eine andere Muttersprache haben, hat sie uns gefragt, ob wir da mitmachen wollen. Und ich habe ja gesagt, weil ich glaube, ich war mir in dem Moment nicht bewusst, was ich mich eingelassen habe. Ich habe erst realisiert, was ich mache, als ich vor diesem Pult gestanden bin und dieses Publikum gesehen habe. Ich habe gedacht, oh Gott, warum bin ich jetzt hier eingelassen? Und ich habe dann angefangen zu reden. Ich dachte mir, oh Gott, was mache ich jetzt gerade? Und dann ist irgendwie, ich meine, das war eine Art brutale Weise, sage ich mal, diese Angst zu bekämpfen. Aber ich wollte dann den Leuten zeigen, dass ich nicht perfekt bin, ich bin jetzt kein Profi, nisam neki talentnaš da pričam, nisam ni znala šta ovdje radim, ali htjela sam pokazati ljudima da svejedno od čega strah imaš da možeš uspjeti, da man es schaffen kann, wenn man wirklich diesen Willen hat, und ich wollte es schaffen, und dann ging es dann in die zweite Runde und dann habe ich gewonnen und diese Angst, die ja. Und bin dabei nicht umgekommen oder so. Und ich glaube, das ist dann auch in der Erinnerung eine große Stütze. Ja. Weil nervös ist man eigentlich immer, sobald man eine Bühne betritt. Ja. Ich habe immer auf Deutsch gelernt. Ak sam zaci, kako se noći mata, smo se nam kao da pobodice u dojavu. Mislim, ja sam kao čovječ odlazi šatao na mutu špraha su
wo einzureden. Und ich hat schwach noch zu machen, da in Wien sind, aber es wurde in der Schule halt nie wirklich unterstützt, weil das nie die tschechische Muttersprache unterricht. Und im Allgemeinen noch ein Stück Wasser, sonst auch viele Leute gehen ja auch. Und wenn es eine Schule oder so gewesen wäre, dann zusätzliche Muttersprache natürlich hätte, dann okay, das sind die Pokémon Adolphus, aber das war auch nicht wirklich so. Und ich habe dann gesagt, wow, so wie die Stelle, also, dafür ist es trotzdem. Ich bin meine Lehrerin geworden und ich hatte schon immer sehr Freude beim Vortragen, bei eben beim Reden. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich bei meiner Muttersprache auch so reden kann wie in der deutschen Sprache. Und ja, dann habe ich mich eben auf Sachsmundisch eingelassen. Das hat mich selber wirklich gewundert, zu sagen, mach da, ich stehe kaum stehen. Also es hat mich wirklich gewundert, dass ich das konnte. Und ja. Das ist ein bisschen also ich habe sehr große Unterstützung durch meine Mutter und dann habe ich auch eben angefangen zu sehen, dass es auch große Unterschiede gibt und habe es eben auch praktiziert, das hat mir auch auf der tschechischen Seite geholfen. Es wird ja jüngere behandelt, dass man kann auch so jüngere, also gerade Arabien, die Fahrten, das sind natürlich viele Sprachen, die man bringt, die Lisa, die natürlich die Sprachen, die man mit der Tanja, das mal zahlt, hat auch die Technik, die man Arabien mit der Sprache. Ich habe die Damen, die kann ich mal mit dem Arabien. Und eine Art der Jugend, die haben die dann echt mal immer, wo man Arabien mit der Lisa. Aber das ist ja, ich habe auch mal das Gras, das ist ja, das hat er auch schon mal gemacht. كان في فترة يعني فقط أحكي في الألماني بس رجعت اللغة العربية عشان هي اللغة كمان ربيت عليها وأنا طفلة وأنا صغيرة.